Zum 35. Mal findet in Neuhofen der Geländecup statt. Diese Laufveranstaltung wird von der Union Neuhofen durchgeführt und organisiert. Wir waren mit unserem Kamerateam beim ersten Lauf direkt vor Ort. Grüß euch beim Neuhofener Geländecup. In Kürze startet die 35. Auflage des Neuhofener Geländecups, eine sehr traditionelle Veranstaltung, die begonnen hat vor 35 Jahren im Wimmerwald auf einer sehr, sehr schwierigen Geländestrecke. Mit den Jahren sind wir dann runtergekommen hier in das Sportplatzgelände und wickeln diesen Lauf in 3 Einzelläufen ab. Mit 14-tägigem Abstand. Es sind dabei Hobbyläufer und Olympiateilnehmer, 10-Jährige bis 80-Jährige. Eine sehr, sehr beliebte Veranstaltung mit ca. 500 Teilnehmern bei diesen 3 Läufen. Wir wünschen allen viel Erfolg dabei. Um 12 Uhr ging es auch schon los. 8 Runden, 9,6 Kilometer und im Teilnehmerfeld wurden auch Männer über 70 Jahre gesichtet. Kaum zu glauben, aber der Sieger dieses Rennens konnte nach dem Zieleinlauf sogar noch sprechen. Hier seine Meinung über den Verlauf und über die Strecke. Über die Strecken. Die Strecke ist nicht dreckig, ziemlich rutschig. Die ist zwar fest, aber eben rutschig. Mir ist voll super gegangen, ich bin mit Robert Gruber. Wir haben uns 8 Runden lang gemeinsam vorne in Führung. Immer so auf gleicher Höhe. Und in der letzten Runde hat der Robert voll draufgedruckt und da wollte ich auch nicht mitgehen. Und dann im Schlusssprint, da im letzten Hügellauf, habe ich einfach voll Gas gegeben und es wird dann um ein paar Sekunden ausgegangen, dass ich gewonnen habe. Erster Sieg in Neuhofen. Freut mich voll. Schüler unter 12, daher U12, liefen eine Runde mit 1200 Meter. Die Begeisterung dieser jungen Talente macht echt Hoffnung. Yeah.
2014 hatte dieselbe Strecke zu bewältigen und auch hier sehen Sie ein starkes Teilnehmerfeld. Super, David. U16 und U18 liefen zwei Runden unterher 2400 Meter. Bei diesem Lauf war es alles andere als chillig, jedoch die Ergebnisse waren cool. Sieger mit 281 Meier, Jakob. 16. 50 Jahren liefen gemeinsam vier Runden und daher 4800 Meter.
Und auch den Sieger, der Siegerin und sogar den Veranstalter dieses Laufes konnten wir ein Interview abbringen. Ja, also die Bodenverhältnisse waren eigentlich relativ gut. Ich kenne die Strecken schon in- und auswendig. Ich bin ja schon jahrelang dabei beim Neuhofener Gelände gehabt und es macht mir immer wieder Spaß. Und das Starterfeld war halt ganz gut, war gut besetzt. Das heißt, man hat auch sich gegenseitig motiviert. Und ja, ich bin recht zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Und es sind nur zwei Läufe, die möchte ich auch laufen und möchte den Gesamtcup wieder gewinnen. Wir haben schon zweimal gewonnen und ich möchte jetzt das dritte Mal gewinnen heuer. Ja, heute ist Großlauf Neuhofen Cup, erster Lauf. Wetter war, glaube ich, so warm wie schon länger nicht mehr. Strecken, wie es im Groß gehört, ist ein bisschen klatschig, aber das gehört dazu und das taugt mir. Also das ist genau mein Ding und hat mir taugt heute. Hat passt. Heute war eine super Veranstaltung, das Wetter hat gepasst. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal am 22. Jänner mit dabei bei dieser tollen Veranstaltung. Thank you.